Ich schalte dich in Emma Childs Kommunikation. Fahr einfach normal weiter. Hier Director Child. Kilo Alpha Kilo 711. Code und Stimmerkennung bestätigt. Sie sind in einer sicheren Leitung zum Innenministerium, Director. Moment, Herr Minister. Es gibt eine Kommunikationsanomalie. Vermutlich nichts, aber wechseln wir besser den Kanal. Oh, wie nervig. Bleib in der Nähe. Ich versuche, Sie wieder zu kriegen. Wir weisen weitere Ressourcen der DedSec-Akte zu. Mr. Secretary, ich wollte das direkt besprechen, da es gerade diesen Vorfall mit Ihrer Kontaktperson beim Geheimdienst gab. Oh, oh Gott. Sie glauben, das war DedSec? Ich dachte, das hätten wir Ihrem Problemkind zugeschrieben, diesem, Malik, nicht wahr? Ja, das ist der heikle Punkt, Mr. Secretary. Es gibt neue Beweise, dass Malik für DedSec arbeiten könnte. Heilige Scheiße, Emma. Das ist eine Katastrophe. Es ist unter Kontrolle. Oh, shit. Tut mir leid, Tom. Wir müssen wieder die Kanäle wechseln. Einen Moment. Oh, anscheinend geht diese Verschwörung bis ganz nach oben. Oder zumindest fast. Bleib in der Nähe. Wir haben es gleich. Wie genau ist hier irgendwas unter Kontrolle, Emma? Weil einer von denen sich gerade in das Kommunikationssystem meines Autos hackt. Daher kommen diese Anomalien. Sie erzählen das verdächtig ruhig. Ich bin keine Anfängerin, Tom. Ich bin nicht im Auto. Das ist ein Köder. Aber es verfügt über eine aktive Funkbarke, die Albion in diesem Augenblick anfordert. In einer Stunde habe ich einen von denen in Gewahrsam. Diesmal habe ich die Verbindung getrennt. Beeil dich lieber. Tja, das hat sie sicher gemerkt. Los, hinterher, bevor sie entkommt. Hier ist Malik für dich. Ich tauche unter. Ich kann den direkten Kontakt nicht mehr riskieren. Nein, nein, warte. Hast du sie nicht gehört? Sie sagte, sie will dich umbringen. Sie leitet Zero Day. Beenden wir das. Ich habe sie gehört. Sie weiß, dass ich mit euch zusammenarbeite. Also ist sie näher dran, als ich dachte. Tut mir leid, aber wir haben keine Zeit mehr. Auf Wiedersehen. Wichser! Scheiß auf ihn. Wir wissen jetzt, wer hinter Zero Day steckt und brauchen ihn nicht. Wir müssen sie nur noch finden. Wie es der Zufall will.